Was geht ab, Leute? Willkommen zur jetzt schon vierten Episode vom Bodybuilding-Kundendienst. Ihr habt mir einige tolle Fragen oder Probleme auf Instagram geschrieben und die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Heute von Lazy Chris. Viel Spaß, los geht's. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ans Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich noch um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Letztendlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Leute, bevor wir loslegen, noch Herzensangelegenheit. Checkt unbedingt in der Beschreibung die Aktion ab von Smilodogs, von Peak und von Climax. Der kriegt die gerade unglaublich geile Angebote mit dem Code Mike. Und bei Climax mit dem Code Mike 15 kriegt ihr da noch die besten Preise. Jetzt geht's aber los mit Lazy Chris Frage. Chris schreibt, ich esse immer Außenplan Süßes etc. und fuckt mich dann ab, dass daran die Diät leidet. Chris, das geht leider nicht nur dir so. Das geht tatsächlich auch mir so. Und es geht ungefähr allen Menschen auf dieser Welt so, die Diät machen. Denn was grundlegend passiert ist, wir essen weniger, als wir verbrauchen. Das ist so das Grundgerüst einer funktionierenden Diät. Und das Problem dabei ist, dass wir sehr effizient und ökonomisch mit unserem Energiehaushalt umgehen. In dem Moment, wo wir weniger essen, realisiert unser Körper, hoppla, wir verlieren Körpergewicht. Das ist nicht das, was wir wollen und das ist auch nicht das, was uns langfristig am Leben hält. Sondern wir versuchen, mehr Energie aus Nahrung zu uns zu bekommen, sodass wir alle Prozesse am Leben erhalten können und uns fortpflanzen können und, und. Wenn ein Körper also nicht in Hülle und Fülle lebt, wird er gewisse Dinge anpassen. Du wirst mehr Hunger bekommen, du wirst abends weniger schlafen können, weil dein Körper dir sagt, hey Kollege, geh jagen, wir brauchen Nahrung, deine Hände und Füße werden kalt. Also der Körper versucht schon auf ganz viele ekelhafte Weisen Energie zu sparen. Jetzt ist natürlich so, vor allem in der Diät, wenn man sich verbietet, gewisse Süßigkeiten zu essen, dass man dann umso mehr Bock darauf hat. Das geht dir so und ungefähr allen anderen Menschen auch so. Also ganz normale Sache. Jetzt haben wir aber ein großes Problem. Und ich glaube, das ist das größte Problem der Menschen, dass wir uns von Emotionen leiten lassen, beziehungsweise unsere Emotionen nicht kontrollieren können. Wir Menschen sind auch tatsächlich, glaube ich, die einzige lebende Spezies auf diesem Planeten, das nicht rational oder instinktiv handelt, sondern durch ein emotionales Verständnis Dinge auswertet und dann Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht die besten sind. Ich will das noch ein bisschen einfacher erklären. Du machst eine Diät und du weißt, du darfst 2300 Kalorien essen. Du hast 300 Gramm Carbs, 200 Gramm Eiweiß, 80 Gramm Fett. Das steht da drauf. Du weißt auch ganz genau, dass du 150 Gramm Hähnchen essen musst, 100 Gramm Reis und 100 Gramm Gemüse. Das steht da drauf und du weißt es. Und du hast vorgekocht und machst alles. Und jetzt läufst du an einem Tisch vorbei auf der Arbeit und da liegt ein Snickers, diese kleinen Häppchen. Und du schnappst dir den Snickers und schmeißt es in den Mund. Und jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, also so dreimal schmeißt du so ein Ding rein. Und am Ende des Tages denkst du dir so, ey, warum, Mann? Warum habe ich so verkackt? Warum bin ich so ein Idiot? Die waren jetzt nicht notwendig. Die sind halt so aus Versehen reingefallen. Und naja, am Ende des Tages oder am Ende der Woche und am Ende des Monats waren es dann halt 18 bisschen Snickers oder da mal ein Keks oder... Es nervt einfach. Und du denkst dir, warum zum Teufel bin ich so blöd? Du machst dir selber Vorwürfe. Und glaub mir nochmal, du bist nicht der Einzige. In meinem Coaching habe ich ganz, ganz viele so Leute. Und nach einem Satz haben die sofort verstanden, dass sowas nicht funktioniert. Und dann klappt es in der Regel auch. Der Satz ist folgender. Ich frage die Leute immer, ob sie sich für intelligent halten. Zumindest für schlau. Und kein Mensch ist wirklich dumm. Also zumindest keiner aus meinem Coaching. Jeder hat auf irgendeinem Weg die Schule abgeschlossen oder auch nicht. Kann denken, kann sich unterhalten, kann kommunizieren, kann sich mitteilen. Also dumm ist keiner. Die nächste Frage ist, was passiert, wenn du auf eine Herdplatte fasst und du dich verbrennst? Du hast 2 Wochen Schmerzen, du musst ins Krankenhaus, deine ganze Haut ist weg, du hast überall Narben, das tut richtig weh, kannst nichts mehr machen, 2 Wochen lang, du bist wirklich am Sack, deine Hand ist am Sack. Und ich sag zu dir, fass nochmal auf die Herdplatte, dann wirst du sagen, Alter, nein, das tut voll weh, 2 Wochen lang kann ich meine Hand nicht bewegen und die Narben sind gerade verheilt. Machst du nicht. Das heißt, du hast gelernt, dass auf die Herdplatte fassen mit einer gewissen Konsequenz einhergeht.
dass du dich verbrennst und Narben hast und dich nicht bewegen kannst und es wehtut. Dasselbe sollte eigentlich auch passieren bei Süßigkeiten oder Snacks oder allen Dingen, die nicht auf deinem Plan stehen. Konkretes Beispiel, du hast eine Diät und du siehst auf dem Tisch Snickers. Du weißt sofort, und keiner kann mir erzählen, dass es nicht weiß, als ob es vergessen hätte. Du siehst Snickers und du siehst, ich bin auf Diät, ich darf nicht. Das ist sofort, Bruchteil von einer Sekunde, du weißt, ah, Snickers, scheiße. Jetzt gerade nicht, nächstes Jahr vielleicht. Trotzdem gehen wir einen Schritt auf diese Snickers zu. Das ist die erste bewusste Entscheidung, die wir tun. Wir sehen es und wir lehnen es nicht ab. Wir sehen es und gehen darauf zu. Erste bewusste Entscheidung. Keiner hat dich gezwungen, keiner hat dir eine Knarre in den Kopf gehalten, keiner hat deine Familie bedroht. Das machst du selbst und zwar bewusst. Du läufst dahin. Zweite Handlung. Du greifst in dieses Glas. Ganz bewusst. Handlung Nummer zwei. Keiner hat dich gezwungen. Du weißt ganz genau, du sollst da nicht reingreifen, weil du es auch nicht essen darfst. Also wieso reingreifen? Du weißt es ganz genau. Punkt Nummer drei. Du öffnest es und steckst es dir in den Mund. Spätestens hier müssten bei dir alle Alarmglocken angehen, mein Freund. Du weißt ganz genau, dass das Ding in deinem Mund nichts zu suchen hat. Trotzdem hast du es reingesteckt. Bewusst. Ist nicht aus Versehen passiert. Das machst du bewusst. Und dann kaust du das und schluckst es auch noch runter. Das sind 4 bis 5 verschiedene bewusste Handlungen, die passieren müssen, bis das in deinem Magen landet. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, jede einzelne dieser Entscheidungen hätte man rational direkt beenden können. Ich sehe das Glas, ach scheiße, in 3 Monaten kann ich wieder und tschüss. Ich gehe dorthin und sage, oh, schade, hätte ich gerne, geht aber nicht. Und dann gehst du weg. Du schnappst das Ding, nimmst es in die Hand und denkst, ja cool, geht aber nicht, legst es weg. Du nimmst es, machst es auf, steckst es in den Mund und denkst so, fuck, ich darf es eigentlich nicht essen. Dann spuck's gottverdammt aus, sei keine gottverdammte Pussy und halt dich an dein Wort. Und jetzt kommen mal klare Worte. Ein Mensch, der nicht zu seinem eigenen Wort steht, ist die größte Pze, die es gibt. Eine noch größere Pussy gibt's nicht. Ein Mensch, der nicht zu seinem Wort steht, steht auch zu keinem anderen Wort. Solche Menschen haben tatsächlich in meinem Umfeld nichts zu suchen. Ich habe diese Menschen aussortiert aus meinem Leben. Das hört sich extrem hart an, vielleicht sogar arrogant. Und ich verurteile keine Menschen. Jeder darf so sein, wie er will. Das muss ganz, ganz klar sein. Ich möchte aber nicht Menschen in meinem Umfeld haben, die ihr Wort nicht halten. Das können Dinge sein, die dir versprochen werden, auf die du dich verlässt. Das können Dinge sein, die die Person sich selbst verspricht, um gesund zu werden, es aber nicht einhält. Und Menschen, die ich liebe, sind, was mein Interesse anbetrifft, ganz weit oben. Wenn es denen schlecht geht, tue ich alles dafür, dass es denen gut geht. Wenn sie sich aber nicht selber dafür interessieren und nicht selbst konsequent genug sind, dann muss ich meine Energie nicht an diese Menschen verschwenden. Das muss ganz klar sein. Leider hatte ich häufiger Menschen oder habe ich häufiger Menschen kennengelernt, die genauso sind, die mit ihrem kompletten Leben sehr inkonsequent umgegangen sind. Ob das jetzt die Arbeit ist, die Erziehung ihrer Kinder, Ziele im Leben, ja, nächste Woche, nächsten Monat. Und die bringen es einfach nicht. Die haben verdammte Verantwortung für ihren Familien, für ihren Kindern. Und die kriegen nichts auf die Reihe, weil sie sich selbst nicht ernst genug nehmen und ihr Wort gegenüber sich selbst nicht halten. Wenn du dich entscheidest, eine Diät zu machen, dann mach sie, gottverdammt. Dann zieh durch. 4 Monate, du machst deinen Plan oder du bekommst einen Plan von einem Coach und dann muss der Weg ganz klar sein. Diät zu machen und links und rechts Burger zu fressen und Pizza, jetzt mal ganz im Ernst, keiner von uns, der hier zuguckt, ist auf den Kopf gefallen. Das musst du doch wissen, dass es da nicht funktioniert. Wieso planst du dein Essen, wenn du nebenher noch was isst? Du bist doch nicht dumm. Du weißt doch ganz genau, dass es nicht funktioniert. Was du brauchst, ist Bewusstsein. Dir muss bewusst sein, was du tust. Und dir muss bewusst sein, welche Konsequenz mit entsprechender Handlung entsteht. Wenn ich auf die Herdplatte fasse, verbrenne ich meine Finger. Wenn ich Snickers und Süßigkeiten esse, nehme ich nicht ab. Wenn ich nicht hart trainiere, werde ich nicht muskulös. Wenn ich nicht Gas gebe im Job, dann werde ich nicht befördert. Wenn ich ein Arschloch bin, dann kriege ich keine tolle Frau und keine Familie. Leute,
das müssen wir wirklich nicht im Tiefgang besprechen. Das sind Dinge, die sind absolut logisch und die weiß auch jeder von euch. Die Sache ist nur, und das ist auch genau das, was ich meinen Leuten immer sage, jede Handlung folgt einer Konsequenz, beziehungsweise jede Konsequenz folgt einer gewissen Handlung. Wenn du etwas tust, dann muss dir bewusst sein, was daraus entspringt. Und das ist zu 90% so. Wenn wir Dinge tun, von denen wir nicht wissen, was dabei rauskommt, andere Sache. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, wissen wir in der Regel immer, was passiert. Aus rein logischem Menschenverstand. Dazu muss man nicht studiert haben, auch keine Sportökonomie oder man muss kein Coach sein oder kein Fitnesssportler. Jeder von uns weiß, dass wenn man abnehmen will, dass Salat besser ist als Pizza. Dass eine gesunde Mahlzeit unserem Körper besser tut, als wenn wir verarbeitete Lebensmittel essen. Dass wenn wir Sport tun, dass wir uns fitter, gesünder fühlen, als wenn wir nur auf der Couch rumhocken. Leute, das müssen wir nicht weiter besprechen. Also, Essenz dieses Videos, Konsequenz, Leute. Konsequenzen, die wir durch unser Handeln in unser Leben bringen. Und dann kann man auch nicht sagen, oh, mir widerfährt immer nur Schlechtes. Weil wir vermutlich Dinge tun, die dazu führen, dass uns Schlechtes widerfährt. Immer vor seiner eigenen Haustür zuerst kehren. Oder, wie man auch so schön sagt, immer zuerst in die eigene Nase fassen. Es ist sehr ungemütlich und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, dass es manchmal echt eklig ist, aber wenn man es erkannt hat, kann man tatsächlich sein Leben deutlich ins Positive drehen. Ich will jetzt keine Moralapostel spielen, das ist aber für mich was sehr Intensives und was jeder Mensch besser machen kann, ist einfach seinen Kopf einzuschalten und über mögliche Konsequenzen nachzudenken. Wenn man sie nicht kennt, Leute, es gibt immer noch Coaches, Trainer, Mentoren, Vorbilder, Freunde, Familienmitglieder, die in dieser Situation gewesen sind und euch vielleicht einen Tipp geben können. Wenn ihr nicht wisst, wie eine Diät funktioniert, dann fragt einen Coach. Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich auch zum Zahnarzt. Wenn ich Schmerzen im Muskel habe, dann gehe ich zum Physiotherapeut. Wenn ich Schnupfen habe, gehe ich zum Arzt. Wenn ich meine Diät nicht auf die Kette kriege, gehe ich zu einem Coach. Leute, das ist doch ganz normal. So sollte das sein. Wenn ihr Hilfe braucht diesbezüglich, WhatsApp steht in der Beschreibung. Ihr könnt mir direkt auf WhatsApp schreiben, wenn es zum Thema Coaching geht, eure Diät, eure Aufbauphase, egal um was. Meldet euch. Wir sind als Coaches die Leute, die euch die Sachen in die Hand geben, sodass ihr euch nicht über Konsequenzen einen Kopf zerbrechen müsst, sondern ihr müsst einfach nur ausführen, am besten mit sehr individuellen und spezifischen Plänen für euch, dann funktioniert die Sache auch und dann bin ich mir sicher, habt ihr deutlich weniger Probleme. Also, bevor ihr irgendwas tut, denkt eine Sekunde drüber nach, was die Konsequenz daraus ist und dann werdet ihr in einigen Punkten eures Lebens deutlich besser fahren. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, das hat ein bisschen gefruchtet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein bisschen Liebe und Support da. Beschreibung nicht vergessen abzuchecken. Da gibt es brutale Deals gerade. Nicht vergessen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video dem einen oder anderen sendet, der das auch gebrauchen kann. Der ein bisschen mal über sein Handeln nachdenken sollte. Das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.